Der Kindergarten und auch die Haushaltskurse werden wiederbelebt. Im Mai 1933 vernichtet ein Brand das Krankenhaus bis auf das Erdgeschoss. Weil es an Wasser mangelt, können die herbeigeeilten Feuerwehrmannschaften aus Büllingen und St. Vith leider nicht viel ausrichten. Personen kommen aber glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Feuerversicherung entsteht 1935 ein geräumiger Neubau, der auch für Versammlungen und Exerzitien genutzt wird. Ebenfalls wird eine Leichenhalle angebaut, die noch bis in die 1980er Jahre dient. Toni Plattes, der in der Nähe des Klosters wohnt, erinnert sich. Wir waren noch direkt Nachbarn hier von der Leichenhalle. Die Leichenhalle diente ja nicht nur fürs Krankenhaus. Da wurden auch die Leichen aus der ganzen Gemeinde, wenn die meisten blieben ja zu Hause, aber viele kamen auch hier ins also in die Leichenhalle des Klosters. Und von da aus ging dann auch der Beerdigungszug zur Kirche. Von März 1942 bis September 1944 richten die deutschen Besatzer ein sogenanntes Kinderlandverschickungsheim im Krankenhaus ein. Und das bedeutet, dass jetzt Kinder ausgebombter Eltern aus dem Aachener und Kölner Raum hier Aufnahme finden. Bei der Ardennenoffensive bleibt das Kloster relativ verschont. Aber da war ein Kreuz oben auf dem Kloster. Ja, das war ein großes, riesen rotes Kreuz. Und deshalb hat er also sicher keine Bomben und keinen Schaden erlitten. Die Schwestern, die bei jedem Wetter im Einsatz sind, werden in dieser schwierigen Zeit von der Bevölkerung mit Kartoffeln, Speck und Eiern versorgt. Diese Form der Hilfsbereitschaft setzt sich auch nach dem Krieg fort. Wenn Kartoffelernte war, dann weiß ich, wenn wir vom Kartoffelacker kamen, dann fuhr mein Vater immer mit dem Traktor am Kloster an und dann wurden zwei Säcke Kartoffeln da gelassen. Und das machten alle Bauern oder Kartoffelbauern, die machten das. Und die waren immer versorgt für ein ganzes Jahr mit Kartoffeln, die von der Gemeinde da abgegeben wurden. Da war Herr Buschmann, ein Insasse des Krankenhauses, er wurde von Schwester Obring geschickt. Einer sollte da helfen, der andere dort. Herr Buschmann ist oft zu uns gekommen und mein Vater hatten wir einen Jeep und da musste mein Vater dann auch nachts mit Schwester Obring zu Kranken fahren. Es kam aber auch vor, dass Heu gemäht werden musste oder wenn es trocken war, dass es nach Hause gefahren wurde. Ich kann mich doch daran erinnern als Kind, dass auch wenn meine älteren Geschwister schon mal mit da tätig waren, in der Küche halfen oder bügelten, dass man hinterm Kloster war der große Garten und dass man im Herbst Kartoffeln aufheben ging da. Das Krankenhaus, das nach dem Krieg renoviert wird, kann bereits ab Juni 1945 wieder von den Schwestern in Betrieb genommen werden. Die Inneneinrichtung wird nach und nach ersetzt. Ich weiß, Schwester Oberin, die Alberta, das war eine gute Wirtschaftlerin, die hat das relativ schnell in den Griff bekommen, dass das wieder lief. Und auch die ambulante Krankenpflege. Junge Mädchen aus den umliegenden Dörfern, die zur Ausbildung ins Krankenhaus kommen, gehen den Schwestern bei ihren vielfältigen Aufgaben zur Hand. Es wurden auch Mädchen ausgebildet im Haushalt und sowohl Nähen wie Haushalt, wie auch schon ein bisschen Krankenpflege. In den folgenden Jahrzehnten ist das Manderfelder Krankenhaus bei den Menschen sehr beliebt, auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Durch ihre aufopferungsvolle Arbeit hinterlassen verschiedene Schwestern bei den Menschen einen nachhaltigen Eindruck. Ja, und dann die Schwester Clara Josefa. Das ist für mich immer bis heute noch eine Heilige. Also das war die Schwester. Bescheidenheit in Person. Die war zuständig für die Wäsche und war zuständig fürs Nähzimmer und saß auch oft nächtelang bei den Sterbenden und bei den kranken alten Personen. Und dann morgens um 4, dann stand die wieder in der Waschküche und machte die Wäsche damals. Und da waren nicht, sagen wir mal, die modernen Maschinen, wie wir die heute kennen. Schwester Alberta, die ging in die Häuser, wo die Leute starben. Die Leute starben ja damals auch
überwiegend in den Häusern. Und da ist Schwester Alberta auch so oft gewesen. Die hat so vielen Familien und Sterbenden da geholfen. Hat da Beistand geleistet. Das war ganz, ganz groß. Dr. Funk aus Böllingen und Dr. Schulzen aus St. Vith halten regelmäßig Sprechstunden ab und führen auch hin und wieder Operationen durch. Sechs Schwestern arbeiten im Manderfelder Krankenhaus und bei den Geburten werden sie von der Hebamme Clara Jeniges unterstützt. Ihr Sohn Hubert Jeniges erinnert sich. Sie war 1919 nach dem Staatenwechsel von Köln-Lindenburg nach Manderfeld in ihr Heimatdorf zurückgekehrt und übernahm da die, sagen wir, die ambulante Hebammenfunktion. Sie war, glaube ich, bis zum Ende ihrer Tätigkeit 1963, 64, war sie, glaube ich, die letzte wandernde Hebamme des Landes Zwischenfeld und Schneifel gewesen. Diejenige, die von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus reiste und vor allen Dingen die Hausgeburten versorgte. Das Entbindungsheim des Krankenhauses genießt bei der Bevölkerung bald einen ausgezeichneten Ruf. Nicht nur aus dem Ort selbst, auch aus Schönberg und dem Büllinger Raum kommen die Wöchnerinnen nach Manderfeld. Die bei der Geburt verwendeten Instrumente sehen nur etwas rustikal aus, erfüllen aber ohne weiteres ihren Zweck. Das Erste, was benutzt wurde, ist die Geburtszange. Das sieht sehr groß aus, aber man muss bedenken, man versucht keine Nadel aus der Scheide zu holen, aber ein ganzes Kind. Und hiermit konnte das Köpfchen gefasst werden und aus der Scheide rausgezogen werden. Nicht selten wird die Hebamme Clara Jeniges ganz unerwartet zu einer Geburt gerufen. Damit Clara zeitig bei den werdenden Müttern eintreffen kann, organisieren die Dorfbewohner einen Fahrdienst. Dann gab es natürlich eine ganze Organisation im Dorf. Dann war einer, der doch entweder sie begleitete, wenn es Winter war oder wie, oder vor allen Dingen motorisiert. Und das Interessante in der ganzen Sache ist, wir wohnten ja abseits in einem kleinen Weilach und da war immer sehr, sehr viel Schnee. Aber wir waren die Einzigen, wo der Schneepflug hinkam, für den Fall, dass sie gerufen werden sollte. Und wenn dann die Kinder geboren waren, am dritten Tage wurde ja getauft, das war in der Klosterkapelle. Und danach stellten die Schwestern das Sprechzimmer zur Verfügung. Dann wurde von Seiten des Klosters aus der Kaffee gekocht, gebacken und die Leute konnten den zum Taufkaffee einladen. Von der rasanten Entwicklung im Krankenhauswesen bleibt das Manderfelder Krankenhaus nicht verschont. Die Krankenkassen weigern sich, den Aufenthalt der Patienten zu bezahlen, wenn nicht verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Und damals war eine Vorbedingung, es musste ein Aufzug gebaut werden. Also ohne Aufzug war es nicht mehr kassenfähig. Und da hat man damals eine Spendeaktion organisiert, hier in der Gemeinde, und da ist schwer gespendet worden. Und trotzdem, das hat nichts genützt. Die Kassen, die haben es nicht mehr akzeptiert und so ist das Krankenhaus zugemacht worden. Immer neue gesetzliche Auflagen führen schließlich zur Aufgabe des Krankenhauses. Im Jahre 1965 wird es aufgelöst und in ein Altenheim umgewandelt. Als die Schwestern 1983 das Haus verlassen und nach St. Vith ziehen, wird es von der Interkommunalen für Sozio- und Medizinische Anstalten Büttchenbach und Umgebung übernommen. Ein jahrzehntelanges, auf Ehrenamtlichkeit aufgebautes Miteinander zwischen Dorf und Kloster geht zu Ende. Nach dem Auszug der Schwestern wird das Haus durch die Interkommunale bis Ende 1987 als Altenheim genutzt. Das Haus steht anschließend einige Jahre leer, bis es nach vielen Verhandlungen in den Besitz der GOE Les Etapes de la Route kommt, die hier nach aufwendigen Renovierungen 1995 eine Jugendherberge eröffnet.
Im Dezember 2000 überrascht die Nachricht, dass die belgische Regierung beschlossen habe, im Manderfelder Elisabethhaus ein Zentrum für 200 Asylbewerber einzurichten. Der von der Gemeinde mit der Vereinigung Les Etapes de la Route geschlossene Erbpachtvertrag wird vom Staat übernommen und die Gemeinde bleibt Eigentümerin des Hauses. Seither betreut das Rote Kreuz hier Flüchtlinge aus aller Herren Länder, die in Manderfeld auf ihre Prozedur zur Anerkennung ihres Asylantrages warten. Untergebracht sind sie in über 40 Zimmern mit insgesamt 186 Betten. Manche der neuen Bewohner bleiben nur für kurze Zeit, andere etwas länger. Mit gemischten Gefühlen begegnen die Manderfelder den neuen Mitbürgern. Anfangs war es genau wie mit dem Krankenhaus, als das neu war. Die Leute waren sehr skeptisch. Man wusste ja nicht, was kommt da und was kommt überhaupt auf einen zu. Man konnte sich eigentlich nichts vorstellen, richtig. Ja, und dann lief die Sache an. Und also meiner Meinung nach haben die Leute sich gut eingefügt. Wem geholfen werden muss, dem soll man helfen, das ist klar. Aber die das wirtschaftlich ausnutzen, da soll man auch einen schnelleren, kürzeren Weg einschlagen. Mittlerweile ist die Skepsis verflogen und die hiesigen Kinder haben sich erstaunlich schnell mit den Gleichaltrigen aus dem Asylbewerberheim angefreundet. Was Bürgermeister Sieberath, Clara Fiebig und viele andere weitsichtige Personen vor 100 Jahren begonnen haben, setzt sich heute in anderer Weise fort. Eines ist geblieben. Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht nach wie vor die Linderung menschlicher Not. Und das wäre wohl auch im Sinne der Gründer gewesen.